Wenn du in einer Schwarz-Weiß-Welt lebst, in der alles entweder gut oder schlecht ist, ohne Grautöne oder Zwischenstufen, und du dich traurig und leer fühlst, mit einer starken Angst, alleingelassen zu werden, dann könntest du an einer sogenannten Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine psychische Erkrankung. Betroffene leiden unter einem verzerrten Selbstbild und haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu regulieren und Beziehungen zu pflegen. Sie betrifft etwa 1-2% aller Erwachsenen. Wie alle psychischen Störungen wird auch diese auf einem Spektrum betrachtet. Das bedeutet, dass sie sich auf unterschiedlichste Weise äußern kann, von regelmäßigen Wutausbrüchen bis hin zu schweren Formen der Selbstverletzung. Die Ursachen der Borderline-Persönlichkeitsstörung sind noch nicht vollständig geklärt, auch weil sie Hand in Hand mit Sucht, anderen psychischen Problemen und Essstörungen einhergeht. Umweltfaktoren wie Vernachlässigung und Missbrauch in der Kindheit scheinen eine Rolle zu spielen, aber auch genetische Faktoren können eine Bedeutung haben. Da die Wissenschaft noch keine biologischen Beweise für die Diagnose psychischer Störungen gefunden hat, müssen wir uns auf die Symptome berufen, um festzustellen, ob jemand eine BPS haben könnte. Um dies zu veranschaulichen, treffen wir Alex. Alex ist ein 20-jähriger Student, der schon immer sensibel war. In letzter Zeit fühlt er sich aber auch isoliert und extrem emotional. Er leidet unter 5 Symptomen, die häufig mit dieser Krankheit in Verbindung gebracht werden. Alex erlebt rasche Veränderungen in seiner Selbstidentität. An einem einzigen Tag kann er sich von gottgleich bis zu wertlos fühlen. Und in einer Krise wechselt er von einer Persönlichkeit zur anderen. Dann erlebt er Momente der Dissoziation, in denen er sich von seinem Körper losgelöst fühlt, ohne jegliches Gefühl für sich selbst. Alex hat ein sogenanntes verzerrtes Selbstbild. Er erlebt intensive und instabile Emotionen. Die kleinsten Rückschläge können dazu führen, dass sein Geist außer Kontrolle gerät und er Freundschaften im Handumdrehen beendet. Jede Emotion, die er empfindet, empfindet er sehr intensiv. Freude wird zu Euphorie und Traurigkeit wird zu Depression. Diese emotionale Achterbahnfahrt erschöpft ihn. Dann dissoziiert er, also er spaltet sich von seinem Selbst ab. Er kämpft mit seiner Impulsivität. Wenn er mit seinen Freunden spricht, fühlt sich Alex oft unverstanden. Da er sich kaum beherrschen kann, beginnt er zu schreien oder um sich zu schlagen. Später fühlt er sich beschämt. Um damit fertig zu werden, isst er, nimmt Drogen oder wird gewalttätig, oft gegen sich selbst. Er hat starke Angst vor dem Verlassenwerden. Als seine Freundin ihre Verabredung in letzter Minute absagt, macht er mit ihr Schluss und bombardiert sie ein paar Minuten später mit SMS, in denen er sie um Verzeihung bittet. Er ist ständig in Sorge, dass sie ihn verlässt und stellt unglaublich hohe Ansprüche an die Rückversicherung. All dies führt zu instabilen Beziehungen. Wenn Alex befürchtet, dass er verlassen wird, verletzt er seine Freunde ohne ersichtlichen Grund. Indem er andere wegstößt, glaubt er zu vermeiden, selbst weggestoßen zu werden. Später schämt er sich und verspricht, sich zu ändern. Nach einer intensiven Phase der Paranoia will Alex sein Studium abbrechen, das zu diesem Zeitpunkt so ziemlich das Einzige ist, was in seinem Leben noch Bestand hat. In diesem Moment bittet ihn sein bester Freund, sich Hilfe zu suchen. Als Alex mit einem Fachmann spricht, erfährt er etwas über BPS und dass die typischen Behandlungen Formen der Psychotherapie sind, wie CBT, kognitive Verhaltenstherapie, DBT, dialektisch-behaviorale Therapie oder MBT, mentalisierungsbasierte Therapie. Der Psychiater erklärt auch, dass die Patientinnen und Patienten in einigen Fällen Medikamente einnehmen, zum Beispiel Stimmungsstabilisatoren. Dies kann wichtig sein, da bei über 50% der Jugendlichen, die versuchen, sich das Leben zu nehmen, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird. Das Verständnis für seinen Zustand ist eine Erleichterung. Zumindest weiß er, dass er nicht allein ist. Was denkst du? Was können wir tun, um Menschen mit einer BPS zu helfen? Teile uns deine Gedanken oder deine eigenen Erfahrungen mit dieser Krankheit in den Kommentaren unten mit.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere unseren Kanal. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findest du auf sproutschools.com.